Ja, nochmal eben eine kleine Neuheit. Ich wollte nochmal eben kurz was erzählen. Und zwar habe ich ja in dem letzten Video meine Veranstaltungstechnik mal unten gezeigt und gesagt, dass ich mir ein Fahrrad kaufen will, ein neues. Und das mit dem Fahrrad, das ziehe ich jetzt auch durch. Das habe ich mir fest vorgenommen. Nur ich wollte noch eben was anderes sagen. Dass mit der Veranstaltungstechnik, dass ich mir nichts mehr hole. Dabei bleibe ich auch, weil ich werde mir keine Veranstaltungstechnik mehr, ich werde mir keine Veranstaltungstechnik mehr kaufen, aus folgendem Grund auch nicht, weil wenn wir mal umziehen sollten, kann ja auch mal passieren, dass wir hier mal ausziehen müssen und woanders hinziehen müssen, weil wir hier, kann ja alles mal passieren, dass wir mal umziehen und einen kleineren Keller haben dann. Und ich habe mir das so gedacht, wenn ich mich selbstständig mache irgendwann mal damit. Ich mache das ja noch nicht offiziell, im Moment nur hobbymäßig. Und wenn ich mich aber mal selbstständig mache damit, dann möchte ich das gerne so haben, dass ich keinen extra Lagerraum anmieten muss, sondern dass ich das alles von zu Hause aus machen kann, aus dem Keller raus oder aus der Garage raus. Keller wäre mir allerdings lieber, weil da wird das nicht geklaut. Und ja, also ich werde mir definitiv keine Veranstaltungstechnik mehr kaufen, weil das, was ich an Veranstaltungstechnik habe, das reicht. Auch aus folgendem Grund, wenn wir mal umziehen sollten irgendwann und ich habe einen kleineren Keller, da muss das ja dann auch alles irgendwie rein. Und ich habe mir das so gedacht, wenn ich mich irgendwann selbstständig mache damit, dass ich das dann alles von zu Hause aus machen kann, dass ich mir keinen extra Lagerraum anmieten muss, dass ich das klein halte, wenn ich mich selbstständig mache. So habe ich mir das gedacht. Weil das, was ich an Veranstaltungstechnik habe, das ist ja schon einiges. Und damit kann man schon einiges machen. Und deshalb werde ich mir keine Veranstaltungstechnik mehr kaufen, weil das, was ich an Veranstaltungstechnik habe, das reicht. Ich werde mir keine Veranstaltungstechnik mehr kaufen. Aus folgendem Grund, wenn wir mal umziehen müssen irgendwann oder kann ja auch sein, dass wir hier wohnen bleiben. Das haben wir ja sowieso vor. Also wir haben sowieso vor, hier in Holzwickede wohnen zu bleiben. Nur wenn mal irgendwas ist, wir innerhalb von Holzwickede umziehen, kann ja mal passieren, dass wir einen kleineren Keller haben. Und ich habe sowieso vor, wenn ich mich damit selbstständig mache, dass ich das klein halte, dass ich mir keinen extra Lagerraum anmieten muss. Mein Ziel ist es, das alles von zu Hause aus zu machen. Deshalb werde ich mir keine Veranstaltungstechnik mehr kaufen. Das, was ich jetzt habe, das reicht. Ich spare jetzt für ein neues Fahrrad und das mit dem Fahrrad, das ziehe ich jetzt durch. Okay, dann sage ich mal bis später.